Deutschen Technikmuseum. Wir sind hier, um zu demonstrieren gegen Tarifflucht, gegen Ausgründung, für gleichen Lohn, für gleiche Arbeit. Ich arbeite bei der CFM, Tochter vom Charité. Ich arbeite als Gebäudereiniger. Was ich verlange, ist nur von der Politik, dass die mal alle, was sie vor 10 Jahren oder vor 11 Jahren verursacht, alles zurücknehmen. Dass man ein Konzern soll ein Konzern bleiben. Am Botanischen Garten werden immer noch Flächen outgesourced und fremdvergeben an Fremdfirmen. Auch Kernbereiche wie zum Beispiel die Schmuckgärten. Wir fordern heute ein Streikrecht gegen Outsourcing und für die Rückführung der ausgegliederten Betriebe in die Mutterkonzerne. Okay, hallo, ich bin Ergotherapeutin im Levantis Klinikum. Ich bin gegen die Gründung von Tochterunternehmen, weil Kollegen, die gleiche Arbeit machen wie ich, weitaus weniger verdienen als die Festangestellten. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das sollte gelten.